Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 2. September. Die Tagesenergien für heute sind Carina, auch sehr häufig vertreten im Moment. Dann haben wir Solaya als zweites Symbol und wir haben Kri auch schon wieder als drittes Symbol. Ja, es geht wirklich darum, dass wir wirklich unsere Essenz befreien, dass wir unsere Wahrheit, unsere Weitsicht, unser tiefes Erkennen immer mehr schulen und immer mehr leben, dass wir immer aus der Bewusstheit der höheren Ebenen heraus unser Leben leben, um einfach all das, was hier auf der Erde gerade passiert, natürlich zum einen besser ertragen, zum anderen besser verstehen können. Und dadurch werden wir natürlich gar nicht mehr so sehr tangiert von dem, was im Außen ist, weil egal wie schrecklich es auch sein mag, aber irgendetwas ist immer und alles ist letzten Endes Resonanz. Und die Frage ist einfach, womit gehe ich in Resonanz? Gehe ich mit der göttlichen Liebe, mit den höheren Schwingungsebenen in Resonanz, mit den Feldern der Freiheit, der Weisheit, der bedingungslosen Liebe? Oder gehe ich mit den Feldern in Resonanz, die einfach Angst und Schrecken und dergleichen einfach aussenden? Ja? Und irgendetwas ist immer, irgendein Mensch wird mir immer begegnen, der nicht in Harmonie ist, aber ich muss nicht auf jeden Zug aufspringen. Wir tun das natürlich unbewusst sehr oft. Und es ist sehr wichtig, dass wir unser Feld so reinhalten und so gut schützen und in eine so hohe Schwingung bringen, dass wir lieber unser Umfeld mit hochziehen, als dass wir uns runterziehen lassen und dass wir wirklich in der Bewusstheit dessen, wer wir sind, ja, ich sage das so oft, so viel mehr als nur Mensch, als Lichtwesen, über den Planeten schreiten. Und wenn wir einfach nur mal überlegen, wie würde Jesus jetzt über den Planeten gehen? Wie würde Erzengel Gabriel jetzt über den Planeten gehen? Wie würde Erzengel Metatron über den Planeten gehen? Wie würden diese geliebten Lichtwesen all das, was sie sehen, bewerten? Wie würden sie darüber sprechen? Ich vermute, sie würden voller Mitgefühl, voller Wachsamkeit und voller Liebe einfach das Feld halten und beobachten und Liebe verströmen und Liebe senden. In dem tiefen Wissen, dass es ein Film ist, der momentan läuft, der einfach stattfindet. Das Programm kann man wechseln, wenn wir das Rad ein paar Jahre zurückdrehen, ein paar Inkarnationen, hat ein anderer Film stattgefunden. Und wenn wir aus der Bewusstheit, aus dieser Erhabenheit unseres Lichtkörpers schauen, dann ist es einfach ein Spiel, das gespielt wird und aus dem wir jederzeit aussteigen können. Und darum geht es einfach, dass wir den Film der Identifikation verlassen. Und Carina hilft uns einfach dabei, in unsere göttliche Reinheit zu kommen, unser göttliches Erbe anzutreten, uns daran zu erinnern, wer wir sind. Diese Verschmutzung, die viele Inkarnationen und auch speziell jetzt gerade diese Momente in uns ausgelöst haben, ob das jetzt unsere Kindheit ist, die vergangenen Wochen oder Monate, whatever, wirklich zu reinigen und zurück in unsere Essenz, in unsere Unbeflecktheit, in unsere, aber auch Unzerstörbarkeit zurückzugehen, ja, in diese Erhabenheit, in diese Größe, einfach in diesen Film, den wir mit interessierten, spannenden Augen anschauen und sagen, also jetzt wird es mir aber echt zu blöd, jetzt schalte ich einfach um und gehe in den nächsten Film, ja, und schaue mir einfach einen Film der Liebe an. Und dabei hilft uns Carina. Und Solaya hilft uns wirklich komplett in unsere Seelenkraft einzutauchen und alles, was wir nicht sind, was nicht von uns ist, was geringer ist als mein göttliches Bewusstsein, als meine unbefleckte, reine Präsenz, raus, 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 ja, wo andere versuchen, mich leer zu tanken, ne? Sich von meinem Licht zu ernähren, raus, ja, schick sie in ihr eigenes Feld, grenz dich ab, zieh einen Halbkreis, stell sie in ihren Halbkreis, zieh den so hoch bis zum Himmel, die haben ihre eigene Verbindung, ihre eigene Verantwortung, es ist nicht deine Verantwortung, deren Leid, deren Programme in dir zu transformieren. Du kannst sie mit Mitgefühl in ihre Anbindung bringen und du tust ihnen etwas Gutes. Wenn du das tust und dich davon auch
bewusst abgrenzt, ja, weil sie dadurch in ihre eigene Verbindung kommen und es lernen und sich selbst ernähren können. Und alles, was eben in dir ist an Fremdsteuerung und an, ja, vielleicht auch an Energiemangel, weil andere dich angezapft haben, das geht raus, die ganzen Andockstellen werden versiegelt und das Licht der großen Sonne, das zu allen Zeiten durch dich strahlt, ernährt dich und erfüllt und erleuchtet und erhält deine Zellen so, dass du wirklich auch wieder physische Kraft bekommst, ja, weil das, was einfach sich abspielt auf der Welt, das ist eine permanente Schwingungserhöhung. Und wir müssen mit unseren physischen Körpern immer hinterherkommen und uns anpassen. Das macht einfach müde. Es kostet unglaublich viel Energie. Ich merke das oft nachts auch, ja, dass ich ob trotz allen Schutzes morgens oft aufwache und nicht so erholt bin, wie ich das eigentlich gerne wäre, weil einfach so viel Schwingungsarbeit und Anpassungsarbeit im Moment zu tun ist. Und Solaya stärkt uns wieder und gibt uns wieder neue Energie und neue Kraft. Ja, und Kri hilft uns dann wirklich, in die Wahrheit zu kommen, in unser Wissen zu kommen und wirklich auch in dieser, aus der Weisheit unserer Seele heraus zu bewerten, was zu tun ist, zu erkennen, was zu tun ist und wirklich das Große, die großen Zusammenhänge in einer Tiefe zu verstehen, dass wir wirklich aus der Perspektive unserer Seele oder gar aus der Perspektive der Lichtwesen, die wir eben sind, ja, wie das Metatron sehen würde, einfach anschauen und ganz genau wählen können, okay, jetzt habe ich mir den Film angeschaut, jetzt lasse ich mein Licht, mein Mitgefühl und meine Liebe auf diesen Film laufen und jetzt wähle ich einen anderen Film. Und der kostbarste Moment ist das jetzt. Ja, Angst und Schrecken hat immer nur etwas mit Zukunft zu tun. Ja, das, was sein wird in der Zukunft, macht uns Angst, was sein könnte potenziell, weil der eine sagt dies, der andere sagt das und dann habe ich wieder dieses und jenes gelesen. Aber hier und jetzt ist alles gut. Ja, und wenn ich im Hier und Jetzt gerade in einem Film bin, der mir nicht gefällt, auch rein physischer Art, an einem Ort, an dem ich mich nicht wohlfühle, wo mir zu viele Menschen sind, wo mir zu viele Menschen mit Angst sind, dann kann ich mich entscheiden, genau diesen Ort zu verlassen, in die Natur zu gehen, wo alles gut ist. Und wenn ich dann im Wald bin und die Waldluft einatme, auf einen See blicke oder vielleicht bist du auch am Meer, ja, und du schaust aufs Meer und da sind gar nicht so viele andere Menschen in deinem Umfeld und beobachtest vielleicht Vögel, ja, und deren Perspektive in dem Moment ist alles gut, dann bist du in einem anderen Film. Und dieser Film ist genauso real wie das, was in den Nachrichten geblasen wird, was in den sozialen Medien geblasen wird. Das ist realer, weil das ist jetzt. Und du kannst jetzt aussteigen aus diesem Film und einen Film wählen, der dir Kraft gibt. Ja? Und das, was du jetzt wählst und der Friede, den du jetzt in dir aufsaugst und die Harmonie, ja, und das Wissen und die Anbindung und das Gottvertrauen, das erschafft den nächsten Moment und der erschafft den nächsten Moment und der erschafft den nächsten Moment. Also lasst uns aussteigen aus den Filmen, die uns aus unserer Erhabenheit, aus unserer Göttlichkeit herausreißen und unser göttliches Erbe antreten. Die Welt braucht es so sehr, so sehr. Und dieses Bewusstseinsfeld, ja, trete an den Film, verlasse den Film des Schreckens und trete deine Göttlichkeit an. Den möchte ich jetzt gern mit dir und mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Karina, Om Solaya, Om Kri, Om Karina, Om Solaya, Om Kri. Om Karina, Om Solaya, Om Kri. Om Karina, Om Solaya, Om Kri. Ich wünsche dir einen wundervollen, ganz segensreichen Tag. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H.
Erlerne in Brittas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Brittas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Brittas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.